Heute klären wir mal die Begriffe, die in der Webentwicklung immer wieder benutzt werden, aber auch immer wieder mal vertauscht werden, besonders bei den Anfängern. Viel Spaß! Hallo und willkommen bei einer weiteren Bergfest Talk Episode. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und jeden Mittwoch unterhalte ich mich hier über gewisse Themen rund um die IT. Als ein Open-Source-Enthusiast, der immer wieder in verschiedenen Communities unterwegs ist, sehe ich immer wieder, dass einige Begriffe immer wieder vertauscht werden, besonders bei den Anfängern. Es handelt sich hierbei um Framework, Library und CMS. Und heute möchte ich dir mal diese Begriffe mal genauer erläutern, damit du verstehst, was wann genau eingesetzt wird und was das überhaupt ist. Als erstes beginne ich mal mit dem Begriff Framework. Was ist überhaupt ein Framework? Ein Framework ist grob gesagt eine Ansammlung von vielen verschiedenen Klassen. Und diese Klassen sollen dir die Möglichkeit geben, ein Projekt einfacher zu entwickeln. Also angenommen, du möchtest jetzt ein Projekt entwickeln, also eine Webseite mit PHP, und das kannst du natürlich alles ohne Framework machen. PHP liefert dir ganz viele Klassen schon von Haus aus an, die du verwenden kannst für dein eigenes Projekt. Allerdings haben viele dieser Hilfsmittel, die dir PHP mitliefert, dann ganz viele Parameter, die du dir normalerweise merken müsstest. Nehmen wir doch zum Beispiel die Funktion Header von PHP. Die Funktion Header, die erwartet einen String als Parameter, um eben gewisse Header-Informationen mit zu versenden. Wenn du zum Beispiel eine Weiterleitung einbauen willst, dann musst du dann die Funktion Header aufrufen und dort dann den String übergeben, Location, Doppelpunkt, URL ist gleich und so weiter und so fort. Und diese Parameter, die muss man sich dann halt jedes Mal merken, wie man das Ganze einbaut. Und damit du es dir dann eben nicht merken musst, hast du dann deswegen auch ein Framework. Ein Framework bietet dir dann irgendwelche Klassen an, die dir das Ganze erleichtern. Du hast zum Beispiel in einem Symfony Framework oder Laravel Framework hast du eine HTTP Foundation Klasse und dort hast du eine Methode Redirect oder sowas. Und mit einem Redirect kannst du viel einfacher eine Weiterleitung machen, weil du das kannst du dir viel einfacher merken, als diesen String, den du in Header eintragen kannst. Das ist jetzt alles als Beispiel angesehen, ne? Jetzt nicht konkret auf die Methode eingehen. Und wenn du noch mehr von solchen Klassen hast in deinem eigenen Projekt, dann hast du dir sozusagen ein Framework gebaut. Zusätzlich musst du bedenken, dass ein Framework sehr allgemein gehalten ist. Generell ist das Ziel eines Frameworks, dir zu helfen, dein Webprojekt umzusetzen, generell in PHP jetzt. Es ist also egal, ob du jetzt zum Beispiel einen Blog entwickeln willst oder einen Shop entwickeln willst oder ein ganzes CMS entwickeln willst, das kannst du alles mit einem Framework machen. Ein Framework ist eher allgemeingültig und konzentriert sich, dass du generell eine Web-Applikation damit umsetzen kannst. Wenn du gerade erst mit PHP angefangen hast und du hast, sagen wir mal, schon Klassen angelegt, die du immer wieder in deinen neuen Projekten verwendest, die du immer wieder rüber kopierst in dein neues Projekt, dann hast du eigentlich quasi schon ein Framework gebaut. Es ist halt ein Anfangsstadium, aber du hast bereits dein eigenes Framework. Jetzt weißt du, was ein Framework ist. Aber was ist jetzt eine Library? Eine Library ist auch eine Ansammlung von Klassen. Jedoch ist eine Library nur für einen speziellen Bereich zugeschnitten. Also du hast die Ansammlung von Klassen, die ein gewisses Problem lösen möchten. Als Beispiel sagen wir mal, du möchtest auf deiner Webseite Inhalte darstellen von einer externen Webseite. Also du gehst jetzt auf eine externe Webseite und versuchst dort irgendwie den HTML-Code zu crawlen, dort den Inhalt auszulesen. Du könntest ganz natürlich, ganz normal von PHP die CURL-Klassen benutzen bzw. die Funktionen. Da hast du aber allerdings das Problem, dass die total unübersichtlich sind und dann sind da einige Sachen nicht einheitlich, da musst du viele If-Statements und so weiter einbauen. Du könntest dir aber zum Beispiel die Library Guzzle-HTTP installieren. Und diese Library, die bietet dir schon sofort viele Klassen an mit Request, Response und du kannst ganz viele Optionen, Parameter einstellen. Und du hast eine Quellcode-Vervollständigung und eine vernünftige Dokumentation und das ist halt eine Library. Du kannst damit eine spezielle Sache lösen, wie in diesem Fall die Anfrage zu externen Webseiten und die Response davon abarbeiten. Oder es gibt ja zum Beispiel den Swift-Mailer, darüber habe ich ja auch letztes Mal ein Video gemacht. Der Swift-Mailer ist auch eine Library, der sich genau darauf spezialisiert, wie man E-Mails über PHP verschickt, indem man dann SMTP als Mailtransport benutzt zum Beispiel. Mit einer Library, mit der kannst du jetzt nicht wirklich jetzt unbedingt eine Web-Applikation entwickeln komplett, weil es reicht nicht nur mit einer einzigen Library da zu arbeiten. Du brauchst mehrere unterschiedliche Libraries, die zusammenarbeiten, damit du eine gesamte Web-Applikation entwickelst, wie zum Beispiel einen Online-Shop oder eben einen Blog. Seitdem es Microframework existieren, wurden die ganzen Frameworks in einzelne kleine Library aufgeteilt und mit dem Microframework werden die ganzen Libraries quasi zusammengehalten. Und diese Aufteilung, die hat einige Vorteile.
Zum einen wird die Pflege von einer Library viel einfacher, weil du ja nur so ein kleines Stückchen hast, um das du dich kümmern müsstest dann als Open Source Entwickler. Und zum anderen kann man dann ein relativ kleines Framework anbieten, der nur die grundlegenden Libraries besitzt. Und dann, wenn dein Projekt jetzt etwas komplexer oder irgendwas Besonderes machen muss, dann kannst du eben die speziellen Libraries nachinstallieren, so wie es dir gerade beliebt ist. Du kannst diese kleinen Mikroframeworks auch zum Beispiel wunderbar ineinander verschachteln. Sieh dir zum Beispiel das Laravel Framework an. Das Laravel Framework besteht aus zwei Teilen. Es gibt zum Beispiel das eine, das Laravel / Framework auf GitHub. Das ist wiederum ein Bündel von mehreren unterschiedlichen kleinen Libraries. Du kannst dir zum Beispiel auf GitHub die Composer.json-Datei anschauen. Da siehst du dann die Auflistung von vielen verschiedenen kleinen Libraries, die für das Laravel Framework mindestens notwendig sind. Dieses kannst du zum Beispiel verwenden, wenn du selbst alles steuern möchtest und wenn du selbst nur das Laravel Framework verwenden willst, aber ohne die ganzen Ordnerstruktur und die Standardkonfiguration von Laravel. Du kannst ganz normal das Framework quasi bei dir installieren und dann alles machen, was du willst. Du bist dann an der Stelle überhaupt nicht eingeschränkt. Allerdings musst du ganz genau wissen, wo sich was befindet und wie du das Ganze umkonfigurieren kannst. Und dann gibt es ja zum Beispiel das Laravel Kern Framework, also auf GitHub /Laravel/Laravel. Da siehst du intern, dass dort das Laravel Framework verwendet wird und zusätzlich noch weitere Libraries dazugeschaltet sind. Und in diesem Bereich, da hast du schon die ganzen Standardkonfigurationen von dem Framework. Und ich glaube, weil wir diese Struktur haben, wird ja oft Library und Framework miteinander vertauscht. Dabei ist eine Library wirklich irgendwas Spezielles und ein Framework kann mehrere Libraries zusammenhalten. Und weil ja viele dann das Laravel Framework sehen und sehen auch die ganzen Libraries in diesem Framework, denken sie, dass ein Framework und Library gleichgestellt sind. Aber eine Library ist eben was Spezielles auf eine gewisse Applikation ausgerichtet und ein Framework, der kann dann alles zusammenhalten, die ganzen vielen kleinen Libraries oder eben sogar mehrere Frameworks ineinander verschachteln, wie das bei Laravel der Fall ist. Ein CMS heißt übersetzt Content Management System. Also da geht es darum, wie du einen Inhalt verwaltest auf einer Webseite. Da geht es nicht darum, wie du jetzt eine Webseite unbedingt entwickelst. Also sprich, ein CMS bietet dir in der Regel eine Oberfläche an, wo du dich schon bereits einloggen kannst. Du hast ein Administrationspanel, du kannst da neue Dateien hochladen, du kannst da Texte verfassen und so weiter und so fort. Ein CMS bietet dir schon die ganze Konstruktion mit an, mit Templates und was weiß ich nicht was. Und mit sogenannten Plugins im CMS kannst du dann dein CMS erweitern, damit du dann weitere Eingabemöglichkeiten hast, um neuere Inhalte einzutragen zum Beispiel. Du kannst zum Beispiel ein Basis-CMS installieren, um eine Website einzurichten und dann kannst du zum Beispiel ein Blog-Plugin installieren, damit du dann Blogbeiträge verfassen kannst. Sobald du also quasi so eine Art Admin-Oberfläche hast, wo du deine Inhalte verwalten kannst, dann hast du dann schon automatisch ein CMS. Ein CMS muss jetzt aber ein Framework nicht unbedingt ersetzen. Also du hast jetzt nicht die Wahl zwischen entweder einem CMS oder einem Framework, sondern du kannst sogar beides kombinieren. Schau dir zum Beispiel das Beispiel Oktober CMS an. Das ist ein Content Management System, was auf dem Laravel Framework basiert. Sprich, da wurde mit dem Laravel Framework ein CMS entwickelt, damit du eben Content verwalten kannst. Das gleiche gibt es auch natürlich bei anderen Content Management Systemen, wie zum Beispiel Typo3 oder Drupal. Die verwenden ja auch intern entweder Neos oder Symfony, glaube ich. Letztendlich ist ja ein CMS eine Web-Applikation und ein Framework soll dir dabei helfen, eine Web-Applikation umzusetzen. Jetzt stellt sich halt die Frage, wann sollst du was einsetzen? Eine Library, die kannst du eigentlich in allen deinen Projekten einsetzen. Es schadet dir eigentlich, deine eigenen Mailer-Klasse oder deine eigene Template-Engine zu schreiben, wenn es denn bereits schon welche gibt. Du installierst diese einfach und verwendest die direkt. Ein Framework solltest du dann einsetzen, wenn du weißt, dass dein Projekt später von jemandem anderen entweder übernommen wird oder mitentwickelt werden soll. Es sei denn, du hast Lust, an einem Projekt dein Leben lang zu arbeiten und jedes Mal, wenn eine neue PHP-Version rauskommt, dann auch dein Projekt zu aktualisieren. Denn diese Arbeit, die kannst du eigentlich über ein Framework outsourcen. Dafür musst du lediglich nur ein bisschen von deiner Freiheit sozusagen aufgeben. Also mit Freiheit meine ich, was man so in seinem Quellcode anpassen muss, wo man seine Dateien anlegt, wie man die benennt und so weiter. Das ist aber eine Kleinigkeit sozusagen. Ich finde es ehrlich gesagt nie so schlimm, weil es kann dir doch dann später weitergeholfen werden, wenn du auch mal nicht weiterkommst, weil wenn sich jemand mit einem offiziellen Framework auskennt, der kann dir dann sicherlich irgendwie weiterhelfen. Ein CMS solltest du dann einsetzen, wenn du eine Standard-Web-Applikation umsetzen möchtest. Also sagen wir, jemand kommt zu dir an und sagt, ich möchte eine Online-Webseite haben oder einen Online-Shop oder einen Blog. Da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mir das komplett alles neu
neu zu programmieren, sondern ich würde einfach ein fertiges CMS nehmen, das Ganze so anpassen, dass es genauso aussieht, wie sich der Kunde so vorgestellt hat. Und dann bist du eigentlich schon fertig. Dann hast du den geringsten Zeitaufwand für den besten Ergebnis sozusagen abgeliefert. Zusätzlich kann dann dieses CMS auch von einem Nicht-Programmierer bearbeitet werden. Also er kann dann seine Inhalte dort einpflegen. Die Admin-Oberfläche sieht meistens vernünftig aus und es lässt sich einfach verwalten, weil ein CMS eben für die Benutzer optimiert ist und nicht für die Programmierer. Deswegen behaupte ich mal, generell sollte man eher meistens einfach nur ein CMS nehmen, weil meistens hast du einfach nur eine Standard-Webseite, die du entwickeln musst. Und mit eventuell irgendwelchen weiteren Plugins kannst du dann diese Standard-Webseite erweitern und du hast wenigstens aber schon die ganzen grundlegenden Sachen bereits schon von Haus aus drin. Also Login, Registrierung, Benutzerverwaltung, Avatare hochladen und so weiter und so fort. Hat man ein nicht standardisiertes Projekt, also nicht einfach nur eine Webseite, sondern irgendwas Komplexeres, sollte man zumindest ein Framework verwenden, wenn man das Ganze auch in der Zukunft mit weiteren Leuten zusammen entwickeln möchte, falls das Projekt mal wächst. Es ist dann halt besser, ein offizielles Framework zu nehmen und dann später eventuell Leute dazu zu finden, dass man sozusagen einen Plan B hat, anstatt man von vornherein drauf zu verzichten. Außerdem muss man eben nicht bei jedem PHP-Release immer nachschauen, betrifft es dich denn irgendwie und dann das Ganze dann überprüfen, sondern das machen dann die Leute von dem Framework und du kümmerst dich wirklich nur um deine eigene Applikation. Hast du aber bereits einen sehr alten Quellcode, wo du nicht einfach so jetzt ein Framework verwenden kannst, dann sollte man auf jeden Fall aber mindestens Libraries verwenden und die dann nachinstallieren und einige Teile aus dem alten Quellcode raus entfernen, wie zum Beispiel die selbstgeschriebene Template Engine, die kann raus, oder irgendwelche Mailer-Klassen, Datenbank-Klassen, die kannst du auch wunderbar mit Doctrine-Library ersetzen und so weiter. Ich persönlich kann zum Beispiel auf die Symfony HTTP Foundation Library überhaupt nicht verzichten, die verwende ich in allen meinen Projekten, weil es bietet dir so viele Möglichkeiten an, auf die ganzen Get und Request und so weiter, die ganzen globalen Variablen zuzugreifen. Wie du sehen konntest, werden diese drei Dinge immer zusammen benutzt, aber jedes dieser drei Elemente hat eine spezielle Anforderung. Und das ist nicht alles dasselbe, also verwechselt bitte nicht diese drei Sachen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode nächste Woche Mittwoch wieder dabei. Bis dahin, tschüss!